Hallöchen, ihr Lieben. Es tut mir leid, ich habe schon lange nicht mehr gevloggt, aber die Rückkehr nach Deutschland hat mich extrem eingenommen. Ein Haufen Projekte, ganz, ganz viele Hochzeiten. Ich bin so mega voll jetzt im Sommer. Und mit Retusche natürlich beschäftigt, da war für Vloggen keine Zeit. Ich habe jetzt das einzig freie Wochenende im ganzen Sommer, jetzt in der ganzen Saison. Nutze ich jetzt und bin jetzt nach Bamberg gefahren. So, ich nehme euch natürlich mal mit. Mal schauen, was hier so gibt. Ich war noch nie da. Übrigens, ich habe auch eine Hochzeitsplattform gegründet in der ganzen Zeit, wo ich in der Versenke verschollen bin. Das Hochzeits-Einmaleins, das ist mein kleines Baby und das wächst langsam auch. Langsam mit Baby-Steps natürlich, aber das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut mal vorbei. Genau. So, viel Spaß mit Bamberg. Tschüss! Dann natürlich vergessen zu filmen. Ich habe ein paar Bilder gemacht, vielleicht blende ich sie auch ein. Wir haben gestern Abend noch eine Nachtwächtertour gemacht durch Bamberg. Richtig mega, total empfehlenswert. Und zwar führt uns da der Nachtwächter mit verschiedenen Geschichten über Bamberg durch die engen Gassen. Richtig toll. Wir werden jetzt zur Altenburg wandern 4 Kilometer, also spazieren. Und uns die Stadt noch ein bisschen anschauen. Echt schön, auf jeden Fall empfehlenswert. Wir wollten eigentlich zur Altenburg wandern, 4 Kilometer, aber wir sind ein bisschen spät dran und ich bin so lahm heute. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen noch. Auf die Altenburg geschafft zeitlich. Also wir haben noch Zeit, bisschen Puffer jetzt für das Licht- und Schattenspiel. Also 1,5 Stunden müssen wir dort sein. Hier ist schön, hier eine tolle Aussicht und da tut man doch einmal an seinem freien Wochenende vor Hochzeiten fliehen und landet gleich in der nächsten. Ja. Naja, schaut auch gut aus zum Fotografieren. Da juckt mich ja glatt in den Fingern. Herrliches Wesen, kannst du es lesen in meinen Augen, die doch nur Tauben vor allem sehen? Auf geht's zu den Licht- und Schattenspielen. Die
hier Menschen des Domes gelegt, zeigt oben Dom eine Darstellung des jüngsten Gerichtes. Und die Freude der Seligen, die Verzweiflung der Verdammten, die sie dort in dem kleinen Steinring nicht erleben können, gehört zur Zeit des Barock sehr viele Elemente außen an die Fassade angebracht haben, um diese zu verschönern. Das hat es wohl auch getan. Auch wenn es leer sein sollte, wird es so schlimm nicht sein. Lauschen Sie einfach durchaus hörenswerten Geschichten über die Stadt und das Bier. Am Ende sammeln wir gemeinsam ein und es wird gut werden. Wer nach Bamberg geht, muss unbedingt das Theater Licht und Schatten anschauen. Der Mann hat es so wahnsinnig toll gemacht und ja, die Geschichte so ein bisschen von Bamberg erzählt mit so Schattenspielen und unheimlich netten Sachen. Zum Beispiel gab es auch Rauchbier zum Verkosten. Also ich habe keins getrunken, ich bin kein Bierfan. Ich habe mal genippt. Aber ja, waren einige Überraschungen dabei und es war richtig toll. Ich glaube auch für nicht unbedingt super Geschichtsfans. Ist es auf jeden Fall was, weil das war überhaupt nicht trocken. Ist echt cool. Setzt euch vorne hin, sonst gibt es ein bisschen Genickstarre. So. Also mega Ausklang heute. Morgen früh werden wir noch ein bisschen herumschlendern und dann nach Würzburg weiterfahren. Einen Tag. Genau. Und dann geht es auch schon wieder heim. War ja auch nur ein Kurztrip. So, Frühstück. Angekommen in Würzburg. Da sind wir als erstes natürlich mal ins Kino. Mittags um 2. Ant-Man and the Wasp. Wer mich vielleicht ein bisschen länger schon kennt, weiß, ich bin total der Marvel-DC-Comic-Fan. Muss sowieso alle Alben gucken. Ja, das war heute Mittag bei der Hitze auf dem Programm und jetzt geht's nach Würzburg.